Hey Leute, ich bin Markus und willkommen hier auf MMTV. Anfang des Monats habe ich ein Video hochgeladen zur Umgehungsstraße für Oberkotzau und dem geforderten Bürgerentscheid der UWO. Durch Oberkotzau führt die Staatsstraße 2177. Sie dient als Hauptverkehrsstraße zwischen Wohnsiedel und Hof. Und somit fahren von allen Zubringerstraßen alle möglichen Verkehrsmittel, natürlich auch LKWs, die nach Hof wollen. Das führt dazu, dass dieser Streckenabschnitt besonders belastet ist, mit 15.000 bis 18.000 Verkehrsmitteln täglich. Seit den 90er Jahren wurde ein Plan zur Ortsumgehung entwickelt, um gar nicht erst durch Oberkotzau fahren zu müssen. Und dieser Plan ist nun auf der höchsten Dringlichkeitsstufe. Diese Ortsumgehung wäre also eine gute Idee, endlich mal Verkehrsentlastung in Oberkotzau zu haben. Eine Vereinigung, die Pro Oberkotzau, Bürgerinitiative e.V., möchte das aber verhindern. Laut ihnen sieht diese Straße überhaupt nicht ästhetisch schön aus und vor allem Landwirte werden dadurch total beeinträchtigt. Sie fordern auch diesen Bürgerentscheid am 14. März, um gegen diese Ortsumgehung Nein zu sagen. Und in dem Video habe ich auch mit Anwohnern an der Straße geredet, wie es ihnen dabei geht. Werden Sie sehr vom Lärm hier an der Stadtstraße beeinflusst? Ja, sehr. Und vor allen Dingen der Durchgangsverkehr, die LKW, das gehört alles auf die Umgehungsstraßen. Und nicht mitten durch die Ortschaft, weil da kann man nichts planen, nichts machen. Werden Sie stark von dem Lärm hier beeinflusst? Klar, logisch. Ja. Wer wird das nicht? Also man muss wirklich davon ausgehen, man hat den ganzen Tag Lärm. Aber es geht aufs Wochenende. War halt jetzt nach Tschechien oder nach Ungarn und was du denkst, alles ist dort ist dabei. Ich kenne immer nur die Autobahn. Und das ist doch gar nichts, was da jetzt. Aber es ist schon schlimm. Ruhe habe ich da überhaupt nicht. Nun war die Aussiedlung der Wahl am 14. März. Und man kann schon sagen, dass es eine historische Wahl gewesen war. Denn nicht nur ging es um ein Thema, um das schon 25 Jahre diskutiert worden war, sondern die Wahlbeteiligung war auch enorm. 78% aller Oberkotzauer haben mit abgestimmt. Das Endresultat war, dass 54,1% für die Umgehung gestimmt haben und 45,9% dagegen. Das Endergebnis war also relativ knapp, aber schon ziemlich deutlich. Und es bedeutet auch, dass es die Ortsumgehung auch geben wird. Und ich habe jetzt nochmal mit Anwohnern an der Straße und mit Mitgliedern der Bürgerinitiative Pro Umgehung geredet, unter anderem, wie es jetzt weitergehen wird. Ein herzliches Grüß Gott zusammen. Mein Name ist Werner Kropf. Ich bin Geschäftsführer der Prozesstechnik Kropf GmbH hier in Oberkotzau. Seit 26 Jahren ist das Unternehmen hier am Ort angesiedelt und wächst kontinuierlich. Wir haben das Thema Ortsumgehungsstraße als aktuelles Thema hier in der Ortschaft jetzt in den vergangenen Wochen gehabt. Und vor einer Woche gab es dazu die Abstimmung, die Befürworter der Umgehung, zu denen ich auch gehöre, Gott sei Dank gewonnen haben. Ein herzliches Dankeschön an alle Oberkotzauer Bürgerinnen und Bürger, die an dieser Entscheidung mitgewirkt haben. Im Prinzip redet Oberkotzau schon seit mehr als 25 Jahren über das Thema Ortsumgehung. Und eigentlich, und ich sage bewusst eigentlich, ist ja alles klar, es herrscht Baurecht, es ist durch alle Instanzen gegangen. Dennoch gibt es eine Gruppierung von Leuten in Oberkotzau, die gegen diese Umgehung sind oder waren. Ja. Und mit dem 11. Januar 2021 war klar, dass es einen Bürgerentscheid zu diesem Thema geben wird. Und seit diesem Tag engagiere ich mich mit 10, 12 anderen Kolleginnen und Kollegen in der Bürgerinitiative Pro Umgehung Oberkotzau. Mit dem Ziel, das in trockene Tücher zu bringen, weil die Umgehungsstraße unvermeidbar ist für die Ortschaft, für die Sicherheit, für die gute Luft, für die Lebensqualität schlechthin. Von der Sicherheit der Kinder, die auf dem Schulweg gewissen Gefahren ausgesetzt sind, bis hin zu den älteren Menschen, die vielleicht hier
lange Fußwege in Kauf nehmen müssen zu den Einkaufsstellen in Oberkotzau. Und speziell nach der Wende, also ab 1990, leidet man hier unter einem Verkehrsterror sondersgleichen. Das beginnt früh um 3.30 Uhr, wenn die ersten leeren Lkw durch die Ortschaft fahren, meistens nicht mit 50 oder 30, wie es jetzt vorgeschrieben wäre, sondern eher mit 70 Stundenkilometern. Und das ist ein Lärmpegel, der einen garantiert aus dem Bett rausholt. Meine Mutter feiert am kommenden Montag ihren 80. Geburtstag und ich hoffe und bete, dass sie die Fertigstellung der Umgehungsstraße noch erleben darf, weil das haben sich sie und beide Eltern haben sich das verdient und mit ihnen die ganze Nachbarschaft hier, die diesem Zeitpunkt entgegenfiebert. Die Umgehungsstraße wurde jetzt durchgesetzt. Ja. Sind Sie dankbar dafür? Ja, sehr. Wir sind alle sehr, sehr froh, dass wir Glück gehabt haben, ne? Dass das jetzt durchgesetzt wird. Ich bin Anwohnerin in der Hoferstraße in Oberkotzau. Und es ist immer sehr, sehr laut und jetzt freuen wir uns, dass endlich die Umgehung kommt und es bei uns gleich auch etwas ruhiger wird. Ich freue mich sehr, dass das Bürgerbegehren so ausgegangen ist, dass jetzt klar ist, die Umgehung kommt und die Umgehung ist eine gute Entscheidung für alle Oberkotzauer. Da gibt es jetzt keinen Zweifel mehr. Ich bin auch überzeugt, dass so mancher Streit und manche Uneinigkeiten sich mit der Zeit wieder auflösen. Ich sehe keine Möglichkeit, dass noch irgendwelche Gegner der Umgehung noch irgendwas dagegen tun könnten. Sie hatten immer die Absicht, dass jetzt endlich mal das Volk entscheiden muss, eine bessere Entscheidung mit so hoher Beteiligung und so doch um annähernd 10 Prozentpunkte Unterschied in der Entscheidung für die Umgehung. Eine bessere, gerechtfertigte Entscheidung kann es nicht geben. Und deshalb erwarte ich nicht, dass Gegner der Umgehung noch irgendwas unternehmen können. Wir haben vor einem Jahr bei einem Besuch beim Bauamt so grobe Richtlinien erfahren. Es wird also wohl von Norden nach Süden gebaut, in großen Abschnitten. Die Baudauer wird mit etwa 3, vielleicht auch 4 Jahren berechnet. Ich kann mir vorstellen, wenn es ganz schlimm kommt, muss man vielleicht auch mit 5 Jahren rechnen. Aber ich gehe davon aus, 2023 Baubeginn und 2026, 2027 werden wir dann endlich über die Umgehung fahren können. Und dann ist es Zeit, den Oberkotzauer Ortskern so richtig schön zu einem lebenswerten Städtchen auszubauen. Ja, hallo, mein Name ist Stefan Büchel. Ich bin einer der Mitbegründer der Bürgerinitiative Pro Umgehung Oberkotzau. Ja, ich bin hier seit ca. 20 Jahren ortsansässig und Landschaftsgärtner. Wir haben hier unser Bauhof und Büro seit 15 Jahren angemietet. Darum weiß ich auch, was die Anwohner seit Jahrzehnten hier an der Hofer- und Schwarzenstraße mitmachen mit den Verkehrslärm. Über 15.000 Fahrzeuge tagtäglich. Und wir freuen uns natürlich riesig, dass auch die Bürger für die Umgehung gestimmt haben und somit auch ihre Solidarität für die Anwohner der Schwarzenbacher und Hoferstraße mit zum Ausdruck gebracht haben. Wir werden auch die Bürgerinitiative weiterhin am Laufen erhalten und wollen auch in Zusammenarbeit mit den Fraktionen SPD und CSU und mit der Marktgemeinde Oberkotzau da Hand in Hand arbeiten und Konzepte entwickeln. Die Vorbereitungen laufen schon. Es ist natürlich ein langwieriger Prozess, der nicht von heute auf morgen Veränderungen sind, sondern es wird über Monate teilweise dauern. Aber wie schon gesagt, wir sind dran und wir bleiben am Ball. Wir möchten auch die Bevölkerung von Oberkotzau mit ins Boot holen, mit guten Ideen und mit guten Gedanken. Ja, und ich freue mich auf rege Beteiligung und viele tolle, kreative Ideen,
dass wir eine tolle Ideenschmiede hier machen, dass aus unserem Oberkotzau wirklich was schön, liebenswert und lebenswert bleibt. Und ich möchte mich auch nochmal recht herzlich bei allen bedanken, die für die Umgehung gestimmt haben. Dankeschön. Und somit führt kein Weg an der Ortsumgehung vorbei. Auch die Anwohner an der Straße können letztendlich aufatmen. Und man kann nur gespannt sein, wie es in Zukunft aussehen wird. Des Weiteren gibt es auf dieser Seite noch das erste Video zu dem Thema und ein Video, das dir gefallen kann. Und hier unten könnt ihr mich abonnieren, natürlich kostenlos und damit ihr nichts mehr verpasst. Mein Name ist Markus und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao!